die Bundesautobahn A4 im Juli 1999. Für diese bedeutende West-Ost-Verbindung im deutschen und europäischen Fernstraßennetz wurde 1992 im Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche Einheitsstraße der sechsstreifige Ausbau der A4 zwischen Eisenach und Görlitz beschlossen und wird seitdem realisiert. Eine ganz besondere ingenieurtechnische Herausforderung jedoch muss noch bewältigt werden. Die Unterführung der A4 im Bereich des denkmalgeschützten Barebach-Mühlen-Viaduktes bei Chemnitz. 1872 fertiggestellt. Dieses Natursteinbauwerk überführt mit einer Gesamtlänge von 230 Metern und 15 Bögen die Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig über den Taleinschnitt des Barebachs. Im Kreuzungsbereich der A4 mit dem Eisenbahnviadukt musste eine Lösung gefunden werden, um den neuen erweiterten Autobahnquerschnitt, drei Fahr- und ein Standstreifen, in voller Breite durch die vorhandenen Bögen führen zu können. Die Öffnungsweite der mittleren Bögen, von jeweils 18 Metern, reichte während des Reichsautobahnbaus gerade einmal für je eine Fahrbahn mit zwei Fahrstreifen aus. Nach umfangreichen Variantenprüfungen entschied man sich für die Abfangung von drei Viaduktpfeilern durch eine zweifältrige Rahmenkonstruktion aus Stahlbeton. Hier als Modell vorgestellt. Neben der Aufrechterhaltung des Autobahnverkehrs muss vor allem der Bahnbetrieb auf dem Viadukt ungestört und in vollem Umfang während der Bauarbeiten weiterlaufen. Die Tragfähigkeit darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. Dementsprechend sind die Anforderungen an die Standsicherheit des Bauwerks außerordentlich hoch. Mögliche Verformungen und Verschiebungen in vertikaler und horizontaler Richtung dürfen die Grenzwerte von 3 bzw. 6 mm nicht überschreiten. Anwendung findet ein Konzept, das besondere Sicherheitsansprüche erfüllt. Das Abfangen der Pfeiler durch eine temporäre Abfangekonstruktion in Kombination mit einer schrittweisen Unterfangung. Eine außergewöhnliche Lösung. Sie wurde in dieser Form bisher noch nie realisiert. Das ist sehr spannend, ist sehr aufregend, das ist eine richtige Herausforderung für einen Bauingenieur. Wir haben hier sehr enge Toleranzen, die wir beim Bau beachten müssen. Und man kann sagen, wir bauen hier wirklich auf den Millimeter genau. Die Herstellung der Abfangebauwerke unter den Viaduktpfeilern erfolgt in drei Bauphasen. Die vereinfachte Trickdarstellung verdeutlicht die einzelnen Etappen. In der ersten Bauphase werden zwei Pfeiler abgefangen. In der Bauphase 2 entsteht das Abfangebauwerk für den dritten Pfeiler. Und in der letzten Bauphase werden alle Hydraulikpressen, auf denen nach der Unterfangung die Gesamtlasten der Pfeiler ruhen, ausgebaut und die vorhandenen Lücken verschlossen. Dann ist das Abfangebauwerk fertiggestellt. Der Verkehr kann über den erweiterten Querschnitt fließen. Folgen wir den einzelnen Schritten der Bauphase 1. Ende Juli 1999. Nachdem der Verkehr über ein Provisorium geführt ist, können die Gründungsarbeiten beginnen. In Anwendung kommt eine Mischgründung aus Verpress- und Großbohrpfählen. Der nächste Arbeitsschritt ist dann die Herstellung der temporären Abfangekonstruktion. Eine Hilfskonstruktion, um die Pfeilerlast während der Unterfangung zu verlagern. Das Prinzip ist folgendes. Nach Gründung der Bohrpfähle werden umlaufend zu den alten Pfeilerfundamenten auf den Pfahlköpfen Lastverteilungsbalken hergestellt, versehen mit Aussparungen. Auf diese werden Stahlbeton-Fertigteilstützen gestellt.
Abschließend erhalten die Fertigteilstützen einen Aussteifungsverband aus Stahl und einen Stahlbeton-Ringbalken. Dieser dient später als Auflager für die Pressen. Mitte April 2000 ist die Montage der Abfangekonstruktion am Pfeiler 70 beendet. Die Arbeiten für die Abfangeträger beginnen. Zeitversetzt werden am Pfeiler 80 die gleichen Arbeitsschritte durchgeführt. Währenddessen wird an Pfeiler 70 unterhalb einer Pfeilerverspannung der erste Trennschnitt durchgeführt für die Abfangeträger aus Spannbeton. Sie entstehen oberhalb der Decke des künftigen Abfangebauwerkes. Das alte Gestein wird herausgebrochen und abschnittsweise durch Spannbeton ersetzt. Um Aufschluss über die Qualität des Steinverbandes im Pfeiler zu erhalten, sind Kernbohrungen notwendig. Dort wird dann auch das Diamantsägeband für die Trennschnitte am Pfeiler durchgezogen. Wichtigster Bestandteil des Abfangekonzepts ist ein baubegleitendes Messprogramm. Messgeräte in der Umgebung des Bauwerkes und mehr als 300 geodätische und geotechnische Sensoren am Bauwerkskörper überwachen die Pfeiler- und Viaduktverformungen sowie die Bauwerkstemperatur während der Zeit der Arbeiten. Alle Messungen werden permanent vollautomatisch durchgeführt. Sie sind jederzeit über ein abrufbares Datennetzwerk zugänglich. Aufgrund der geringen zulässigen Setzungen muss eine hohe Messgenauigkeit erreicht werden. Die Ausbruchstelle zur Herstellung der Abfangeträger für die Pfeiler 70 und 80 ist 3,80 Meter breit und 8,50 Meter lang. Nach fast 8 Stunden hat das Diamantsägeband den Pfeiler für das erste Segment von oben nach unten durchtrennt. Die Länge des Schnittes entspricht der Höhe des künftigen Abfangeträgers. Die hier eingesetzte Seilsäge ist das geeignete Werkzeug, um einen möglichst erschütterungsarmen Abbruch der einzelnen Querschnitte durchführen zu können. Nach dem ersten vertikalen Trennschnitt wird nun die Säge umgebaut, um den Horizontalschnitt an diesem ersten Segment auszuführen. Juli 2000. Die temporäre Abfangekonstruktion an Pfeilerachse 70 ist bereits fertiggestellt. An der für Pfeilerachse 80 wird noch gearbeitet. Dazu die Trickdarstellung. Zuerst werden abschnittsweise die Abfangeträger erstellt. 9 Abfangeträger entstehen in unterschiedlicher Breite durch Ausbruch des Mauerwerkes, Armieren und Betonieren. Dann werden die Längsträger, betonummantelte Stahlträger, gegossen, Spannglieder durchgezogen und gespannt. Zum Schluss erfolgt der Ringschluss durch Fertigen der Querträger. Pfeiler 70. Hier umgeben bereits die Längsträger mit den notwendigen Spanngliedern die Abfangeträger. Die Querträger sind armiert und können betoniert werden. Gleichzeitig ist man an Pfeilerachse 80 noch dabei, die Abfangeträger herzustellen. Die jeweils äußeren Abfangeträger sind schon betoniert. An Pfeiler 70 laufen bereits die Arbeiten für die beiden Abschnitte der Pfahlkopfplatte.
Auf ihr werden später die Außenwände für das Abfangebauwerk errichtet. Die Abfangeträger. Sie sind das eigentliche Kernstück der temporären Abfangekonstruktion. An der Ausbruchstelle bündig zur Pfeileraußenkante hergestellt, verbleiben sie im Bauwerk. Alle Handgriffe an diesem Bauwerk werden mit großer Vorsicht vorgenommen. Eine Notwendigkeit, um die durch die baulichen Maßnahmen bedingten Setzungen der Abfangeebene auf maximal 3 mm zu begrenzen. Durch diese Hüllrohre werden nach Fertigung der umlaufenden Längsträger die Spannglieder durchgeführt und die Abfangeträger vorgespannt. Die stirnseitige Abschalung wird eingebaut, damit das nächste Segment des Abfangeträgers betoniert werden kann. Kleinste Verschiebungen am Viadukt werden ständig registriert. Zwei voneinander unabhängig arbeitende automatische Messsysteme, vom Auftraggeber und vom Auftragnehmer installiert, erhöhen Messgenauigkeit und Messsicherheit. Die geodätischen Messpunkte sind in der Umgebung des Bauwerkes eingerichtet worden. Die geotechnischen Sensoren sind unmittelbar am Bauwerkskörper zwischen Abfangeebene und Brückenplattform angebracht und messen dort die Verschiebungen direkt sowie die aktuellen Temperaturen. Die Leitungen aller Messsensoren laufen im Überbau des Viaduktbogens zusammen. Abfangeträger 5 wird betoniert. Eingebracht wird ein speziell hierfür entwickelter Fließbeton. Da ein sattes Unterbetonieren dieser fast 4 Meter tiefen waagerechten Fläche nicht gewährleistet werden kann, hat man einen Spalt von ca. 7 cm belassen. Nach Abbinden des Betons wird durch diesen Spalt Vergussmörtel formschlüssig aufgefüllt und anschließend über Injektionsröhrchen mit einer Zementsuspension verpresst. Dienstag, der 5. September 2000. Diesem Tag haben die Ingenieure und Techniker mit großer Spannung entgegengefiebert. Pfeiler 70 soll unterhalb der Abfangeebene entlastet werden. 8 Hydraulikpressen wurden dazu zwischen Ringbalken und Stahllängsträger außerhalb des Pfeilerquerschnittes eingebaut, als Pressenanlage 1. Nun wird sie stufenweise hochgefahren werden und damit 60% der Pfeilerlasten auf die Abfangekonstruktion verlagert. Die Steuerung der Pressen erfolgt über ein rechnergestütztes Steuerprogramm. Durch den Einsatz der Pressenanlage in Verbindung mit Regelungssystemen und Vermessungsanlagen größter Präzision können mögliche Verschiebungen an dem Bauwerk umgehend kompensiert werden. Noch wird geschraubt und gemessen. Funktionskontrolle der einzelnen Pressen für den großen Augenblick. Die Arbeit des Rechners hat begonnen. Die Pressen sind geöffnet. Die erste Stufe, 500 kN, ist programmiert. Alle Kreise sind eingeschaltet. Jede der 8 Pressen ist an ein Pumpenaggregat angeschlossen, in dem die Kraft der einzelnen Pressenkreisläufe entsprechend der Sollvorgaben des Rechners aufgebaut wird. Die Konzentration aller Beteiligten ist groß und eine gewisse Anspannung ist ihnen anzumerken. Das Hochfahren der Pressen erfolgt in mehreren Phasen, bis eine Kraft von 2000 kN pro Presse, das sind 200 Tonnen, erreicht ist. Währenddessen werden an Pfeilerachse 80
die Spannglieder durch die Längsträger eingeschoben. 36er Stabspannglieder kommen zur Anwendung, bestehend aus Glattstahl mit aufgerolltem Gewinde. Vorbereitende Arbeiten auch, um die Querträger zu betonieren. Spannglieder einbringen, Betonagevorbereitungen. Das sind alles Arbeiten, die bei jedem Brückenbau stattfinden und normal sind. Auch, dass der laufende Verkehr nicht unterbrochen werden darf. Und doch ist das Bahre-Bachmühlen-Viadukt ein Projekt, das für alle Beteiligten außergewöhnlich ist. Auch für den verantwortlichen Statiker. Natürlich ist das für mich ein Novum, diese Baumaßnahme. Wir setzen hier zwar bewährte Techniken ein, Pressen, Spannbeton und auch ein Messprogramm. Das haben wir schon bei vielen Maßnahmen kennengelernt. Aber in der Zusammensetzung ist es einzigartig. Die Spannpressen werden aufgesetzt. 27 Spannglieder sind vorzuspannen. Jedes mit ca. 915 kN. Das kostet viel Zeit und Präzisionsarbeit ist auch hier gefragt. Heute wird es noch Stunden dauern, bis für die Bauleute der Arbeitstag beendet ist. Vor den nächsten Arbeitsschritten die Trickdarstellung. Die Pressenanlage 1, die sich auf der temporären Abfangung befindet, hier blau dargestellt, hat die Pfeilerlast übernommen. Nun können die beiden äußeren Pfeilerabschnitte abgebrochen, die Außenwände für das Abfangebauwerk errichtet und anschließend das Deckenfeld geschlossen werden. Anfang Oktober. Die äußeren Pfeilersegmente werden herausgebrochen, unterhalb der Abfangeebene. Vorsichtig muss der Abbruchhammer mit diesem alten Mauerwerk umgehen, damit die Stützen der Abfangung nicht beschädigt werden. Währenddessen haben an anderer Stelle vorbereitende Arbeiten für den Erdbau begonnen. Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember, ist es soweit. Der erste Teil des Deckenfeldes für das Abfangebauwerk zwischen den Pfeilerachsen 70 und 80 wird betoniert. 600 Kubikmeter Beton werden hier heute fließen, herangefahren von ca. 120 Fahrzeugen. Damit ist noch vor Beendigung des Jahres 2000 ein wesentlicher Teil der Bauphase 1 abgeschlossen. Frühjahr 2001. Die nächsten Bauphasen zusammengefasst in der Trickdarstellung. Zwischen Unterfangungsrahmen und Pfeiler haben die ersten vier Pressen der Pressenanlage 2, hier gelb dargestellt, die Lasten der temporären Abfangung übernommen. Danach erfolgt der innere Pfeilerabbruch. Nach Schließung der entstandenen Lücke wird die Pressenanlage 2 komplettiert und übernimmt alle Pfeilerlasten. Die Pressenanlage 1 kann dann ausgebaut und die Stützen der temporären Abfangung abgebrochen werden. Die Pressenanlage 2 bleibt bis zum Abschluss aller Arbeiten installiert und kompensiert nun die noch zeitabhängigen Verformungen. Donnerstag, der 22. März 2001. Ein Arbeitstag, der wie viele Tage in den anderthalb Jahren dieser Bauzeit von Gegensätzen geprägt ist. Hektik und Stille eng beieinander. Stille hier an Pfeilerachse 70 mit seiner temporären Abfangung. Stille auch innerhalb des Rahmenbauwerkes, das die noch abzubrechenden Pfeilersegmente umschließt. Stille auch vor dem Bauwerk, das mit fast 50 Meter Länge und gut 15 Meter Breite von beachtlicher Größe ist. Doch die Stille täuscht. Oben auf dem Deckenfeld herrscht bereits geschäftige Betriebsamkeit. An beiden Pfeilerachsen sind die ersten vier Pressen der Pressenanlage 2 eingebaut worden.
angeordnet zwischen dem Abfangeträger und dem bereits hergestellten Deckenabschnitt des Abfangebauwerkes. Nun werden diese Pressen hochgefahren, stufenweise, und einen Teil der Lasten der Pressenanlage 1 übernehmen. Auch hier wieder im Einsatz ein rechnergestütztes Steuerprogramm. Der Einbau dieser zweiten Pressenanlage ist ebenfalls eine außergewöhnliche Lösung beim Erstellen dieses Bauwerkes. Sie wurde notwendig, da die Verschiebungen, die bei bzw. nach Ausbau der Pressenanlage 1 eintreten werden, die zulässige Größenordnung um mehrere Millimeter überschreiten. Resultierend aus elastischen und zeitabhängigen Kriech- und Schwindverformungen des Abfangebauwerkes. Mai. Der innere Pfeilerabbruch beginnt. Zuerst wird der verbliebene Mauerwerksquerschnitt von Pfeiler 70 abschnittsweise abgebrochen. Der Trennschnitt wurde im Vorfeld unterhalb des Abfangeträgers durchgeführt, mittels einer Seilsäge, wie bei der Herstellung des Abfangeträgers. Damit ist ein erschütterungsarmer Abbruch möglich. Wie alle Arbeiten bei diesem Bauvorhaben stehen auch die Abbrucharbeiten unter ständiger Kontrolle der Messgeräte, die am bzw. außerhalb des Viadukts installiert wurden. 17. Mai. Die Abbrucharbeiten an Pfeiler 70 sind abgeschlossen. Auch an Pfeiler 80 haben die Ausbrucharbeiten begonnen. Um den geforderten Sicherheitsanspruch einzuhalten, werden auch jetzt die vollen Pfeilerlasten zu jeder Zeit von beiden Pressenanlagen abgetragen. Das Abfangebauwerk zwischen Pfeiler 70 und 80 Ende Mai. Nach Schließung der Pfeilerausbrüche und des restlichen Deckenfeldes werden die Fertigteilstützen abgebrochen, alle bauwerksbedingten Wand- und Deckenaussparungen verschlossen, die Lasten sukzessive auf die Pressenanlage 2 verlagert und die Pressenanlage 1 ausgebaut. Über die Pressenanlage 2 ruhen nun die gesamten Lasten der Pfeiler 70 und 80 bereits auf dem Abfangebauwerk. Bis zum Abschluss der Arbeiten werden jeweils 10 Hydraulikpressen je Pfeiler alle zeitabhängigen Verformungen weitestgehend kompensieren. Mit dem Ausbau der letzten Pressen der Pressenanlage 1 ist nach gut 2 Jahren Bauzeit ein wichtiger Schritt in Richtung Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens, die Abfangung des Barebach-Mühlen-Viaduktes, erreicht worden. 5. September 2001. Die Fahrbahndecke wird gefertigt, nun um 2 Meter abgesenkt. Ende September rollen die Verkehrsströme durch die erste Hälfte des Abfangebauwerkes. Während der Bauphase 1 hat man Erfahrungen gesammelt und neue Erkenntnisse gewonnen. Erkenntnisse, die nun einfließen in die Unterfangung an Pfeilerachse 90. Dort haben bereits die ersten Arbeiten für die Bauphase 2 begonnen. Die Gründungsarbeiten für das Abfangebauwerk. Außerhalb des Pfeilerbereiches ist ein Drehbohrgerät im Einsatz. Großbohrpfähle in einer Länge von 13 bis 19 Metern werden getäuft. Für den inneren Bereich sind Verpresspfähle vorgesehen. In Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse aus der vorangegangenen Bauphase 1 wird nun hier an Pfeiler 90 das Abfangekonzept verändert und damit die Bauzeit optimiert. Aus den Erfahrungen, die wir bei dem Abbruch der Pfeiler 70 und 80 bekommen haben,
wurde die Bauweise am Pfeilerachse 90 optimiert, indem wir die Abfanglasten jetzt direkt auf das vorab hergestellte Abfangebauwerk ableiten. Frühjahr 2002. Das Rahmenbauwerk zwischen den Pfeilerachsen 80 und 90 wird hergestellt. Dabei verlaufen die Außenwände und das Deckenfeld bis dicht an den Pfeiler 90 heran. Dieses Rahmenbauwerk wird später genutzt, um einen Teil der Lasten des Pfeilers abzufangen. In reduzierter Form hergestellt die temporäre Abfangekonstruktion. Jeweils nur zwei Stützen an der Innen- und Außenseite des Pfeilers tragen den Stahlbeton-Ringbalken. Er dient auch hier gleichzeitig als Arbeitsebene zur Herstellung der Abfangeträger. Nach den gleichen technologischen Abläufen wie an Pfeiler 70 und 80 wurde in neun Segmenten das alte Mauerwerk herausgebrochen, die Ausbrüche armiert und betoniert. Anschließend werden die Längsträger gegossen, Spannglieder eingezogen, gespannt und der Ringschluss durch Fertigen der Querträger vollzogen. Damit ist die Voraussetzung geschaffen zum Einbau der Pressenanlage 1 außerhalb des Pfeilerquerschnittes zwischen Ringbalken und Querträger. Juni 2002. Die äußere Pressenanlage ist eingebaut. 60% der Pfeilerlasten ruhen inzwischen auf 12 Hydraulikpressen. Die Anzahl der Pressen musste an diesem Pfeiler erhöht werden, da er ein Gruppenpfeiler ist. Er ist länger, breiter und demzufolge sind seine Lasten auch größer als die der Pfeiler 70 und 80. Auch hier an Pfeiler 90 werden die Pfeilerlasten durch die Abfangeträger in die umlaufenden Längsträger und weiter über Hydraulikpressen in die Stahlbeton-Hilfsstützen geleitet. Das erste äußere Pfeilersegment ist bereits abgebrochen. Noch immer stehen die Arbeiten, die hier verrichtet werden, unter der ständigen Kontrolle der installierten Messsensoren. Zur Sicherheit des laufenden Bahnverkehrs auf dem Viadukt. Das Abfangebauwerk Anfang Juli 2002. Schon jetzt ist es zu einem harmonischen Bestandteil des denkmalgeschützten Bahre-Bachmühlen-Viaduktes geworden. Im Oktober dann der Beginn der letzten Bauphase. Während die Pfeilerlasten an Pfeiler 90 bereits auf den 12 Hydraulikpressen der inneren Pressenanlage 2 ruhen, werden an Pfeiler 70 und 80 Vorbereitungen für die abschließenden Arbeiten getroffen. Dazu gehört unter anderem das Verschließen der Lücken zwischen Abfangeträger und Abfangebauwerk. Eine Arbeit, die ihre Zeit braucht. Sukzessiv werden die vorhandenen Lücken verfüllt. Einhergehend mit dem Ausbau der Pressen. Vor den abschließenden Arbeiten zunächst die Trickdarstellung. In der dritten und letzten Bauphase werden die Spannglieder der temporären Abfangekonstruktion entfernt, die Längs- und Querträger abgebrochen sowie die Hydraulikpressen der Pressenanlage 2 ausgebaut und die vorhandenen Lücken verschlossen. Dann ist das Abfangebauwerk fertiggestellt. März 26. 2003. Alle drei Pfeiler haben als Schutz eine wetterfeste Einhäusung erhalten. Dahinter werden noch immer die vorhandenen Lücken verfüllt. Eine Maßnahme, von der die Sicherheit des gesamten Bauwerkes abhängt. Eine besondere Betonmischung wird verwandt, um Segment für Segment zu schließen. Spezialbeton, der selbstverdichtend ist und ohne Druck in die Hohlräume gepumpt wird. Die Kraftschlusskontrolle wird mit einer abschließenden Suspensionsverpressung vorgenommen.
Alle Arbeiten, die dann folgen, sind Arbeiten, die zu einem gelungenen Bauabschluss dazugehören. Zum Beispiel das Verkleiden der Pfeiler und das Aufbringen einer Betonschutzschicht auf das Deckenfeld des Abfangebauwerkes. Anfang August haben die Pfeiler nach 4 Jahren Bauzeit ihr endgültiges Aussehen erhalten. Serpentinit, ein Gestein aus dem Chemnitzer Gebiet, wurde verwandt. Schließlich werden noch die sichernden Geländer montiert und die Lärmschutzwände angeschlossen. Dann kann der Fahrzeugverkehr ungehindert 6-streifig über die Autobahn rollen. Eine der spektakulärsten Baumaßnahmen im Zuge der Verkehrsprojekte Deutsche Einheitsstraße ist dann Geschichte. Eine Baumaßnahme hinsichtlich Logistik und Technologie, die in dieser Form bisher einmalig ist in Europa. Eine ingenieurtechnische Meisterleistung, auf die alle Beteiligten zu Recht stolz sein dürfen. Die Degis wurde mit dieser Aufgabe betraut. Sie hat sie erfüllt.